Das Halbschwergewicht hat schon lange auf diesen Fight gewartet. Nachdem der Kampf zwischen Jürgen Bremer und Nathan Cleverley bereits zweimal abgesagt worden ist, treffen sich beide jetzt am 1. Oktober im Ring. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Der spannendste Fight in Bremers Karriere findet im Jahn-Sportforum von Neubrandenburg statt. Und auf dem Spiel steht der WBA-Gürtel des deutschen Rechtsauslegers. Boxsport nimmt die beiden Boxer genau unter die Lupe. Jürgen Bremer. Der am 5. Oktober 1978 in Stralsund geborene Deutsche misst 1,81 Meter und boxt in der Rechtsauslage. Sein Profidebüt feierte der bald 38-jährige Bremer noch am Ende des vergangenen Jahrtausends, im Dezember 1999. Bremer absolvierte als Amateur 100 Fights, davon 95 erfolgreich. Dabei gewann er Titel als deutscher Jugend- und deutscher Meister sowie Juniorenweltmeister. Profi wurde Bremer 1999 bei Universum in Hamburg. Im Dezember 2002 kam dann der Bruch. Der gebürtige Stralsunder erhielt eine dreijährige Haftstrafe. Das Comeback im Supermittelgewicht gelang dann im Oktober 2005. Seit Beginn seiner Profikarriere bestritt er exakt 50 Fights, von denen er 48 gewann. Dabei liegt seine K.O.-Quote bei guten 70%. Statistisch gesehen brauchte Bremer 5,7 Runden zum eigenen Sieg im Ring. In unserer Boxsport-Rangliste belegt der Stralsunder somit berechtigterweise den dritten Platz in seinem Gewichtslimit. In seinem Rekord fehlt nur noch der große internationale Name. Von seinen letzten 5 Kämpfen konnte Bremer alle gewinnen und beweist so seine Formstärke. Punktsiege und K.O.-Siege halten sich dabei fast die Waage. Das beweist, dass der Deutsche ein sehr vielseitiger Boxer ist. Nathan Cleverley. Der Waliser wurde 1987 geboren und ist somit um einiges jünger als sein Kontrahent. Dazu gesellen sich Größen- und Reichweitenvorteile des 1,87 Meter großen Normalauslegers. Sein Profidebüt feierte Cleverley im Juni 2005. Somit wurde er kurz nach seinem 18. Geburtstag Profi. In 32 Duellen siegte er bisher 29 Mal, dabei 15 Mal durch K.O., was einer Quote von 47% entspricht. Für die Pleiten gegen Kovalev, Bellew oder von Farah muss er sich allerdings nicht verstecken. Durchschnittlich braucht der Waliser 6,4 Runden, um den Kampf für sich zu entscheiden. In unserer Boxsport-Rangliste rangiert er damit auf Platz 10 und damit deutlich hinter Jürgen Bremer. Seine Statistik der letzten 5 Fights schaut indes nicht sehr rosig aus. In diesen erlitt er 2 seiner insgesamt erst 3 Profiniederlagen, und zwar gegen von Farah und Bellew, jeweils durch das Punkturteil. Die 3 anderen Fights gewann er jedoch souverän, jeweils durch technischen K.O. in den ersten Runden des Kampfes. Bei Cleverley muss man sich fragen, ob er sein Pulver bereits in den Top-Fights verschossen hat oder ob die letzte Niederlage im Oktober 2015 gegen von Farah nur ein erneuter Ausrutscher war. Was noch in dem 29-Jährigen steckt, wird sich im Fight gegen den favorisierten Jürgen Bremer zeigen. Doch sollte man Cleverley nicht unterschätzen. Er ist der stärkste und erfahrenste Gegner, den der Weltmeister bisher vor den Fäusten hatte. Möchte Bremer seinen WBA-Gürtel erfolgreich verteidigen, muss er auf seine Physis und Schlaghärte setzen. Variable Treffer zum Kopf und Körper sind notwendig, um den wendigen Cleverley die Kraft und Schnelligkeit zu rauben. Der Heimvorteil liegt bei Bremer, der zeigen muss, dass er mit 37 Jahren noch nicht zum alten Eisen gehört, mit den Topboxern im Halbschwergewicht mithalten und diese besiegen kann. Deshalb darf er den offenen Schlagabtausch nicht scheuen und muss den Kampf führen, um Weltmeister zu bleiben. Alles weitere zum Kampf erfahrt ihr natürlich auch in der aktuellen Boxsport-Ausgabe. Dabei auch ein ausführliches Interview mit dem amtierenden Weltmeister Jürgen Bremer. Also, ab ans Kiosk und die aktuelle Boxsport-Ausgabe kaufen und dann am Samstagabend das Duell gegen Cleverley live ab 22.45 Uhr auf Sat.1 schauen. Und nicht vergessen, lasst uns gerne einen Daumen hoch und ein Abo da, um immer über die aktuellen Ereignisse in der Boxwelt informiert zu sein. Macht's gut!